Mal wieder stehen. Ja. Ja, was soll es sein? Wir haben ein Zitatenfest. Was ist denn? Leon Darin und immer weiter Sarah. Ja, jetzt, wenn ihr die Frauen beschützt, gell, dann werden die noch geschaut, oder unsere Walter, Schutzmänner. Walter, ich komm gleich. Servus, grüß dich. Ich traue mich an eurer Stelle nicht ins Spiegel schauen in der Früh. Wir nehmen einen an Spiegel das nächste Mal mit. Ja, da seid ihr gerne schaut, wie fest ihr schon schaut. Kannst du schon grinsen hier, das Lachen vergeht da, wenn deine Kinder dann auch abknicken. Ja, genau. Wenn deine Kinder mal niederspritzen. Deine Frau, deine Oma, dein Onkel, deine Schwester, dein Nachbar, dein Hund, der Gockel. Der denkt ja nicht an die Familie. Nö. Ja. Wie seid ihr so ungefähr? Ich finde es aber so eine Schande. Nö. Ja, ist halt. Das war halt, früher war das halt noch anders, jetzt ist es so. Ja, früher waren Schutzmänner und jetzt sind es Leibwächter von den Faschos in der Regierung. Ja. Alter, das Jahr und letztes sind 6.000 Leute an Corona gestorben. Die Jahre davor 6.000 Leute an Grippe. Nicht einmal 6.000. Ja, es eben. Gibt keine offiziellen Zahlen. Ja. Das ist ja das Traurige. Es gibt überhaupt keine Übersterblichkeit erst. Aber der Verstand in der Regierung, der ist schon lange abgenippelt. Und in Südafrika kennen sie von Omikron überhaupt nichts. Ja. Wie der nächste. Angeblich kommt von dort das gefährliche Virus. Da unten kennen sie nichts. Da sitzen sie in die Kaffeehäuser. Überhaupt doch, wir zerstören unser Geschäft, unsere ganze Freiheit hier. Die ganze Wirtschaft wird kaputt gemacht. Totalitäre Stadtstrukturen, das ist fördern. Das kennt dich sowas von Schaman, ey. Mich schon über 25 Mal gestraft, weil ich eine Masken trage. Da kannst du so stolz sein auf die. Naja, Sauerstoffmangel, gell? Das ist das, was du durchleiden musst. Aber ich nicht. Los. Nein, gar nicht mehr. Das zahlt sich schon lange nicht mehr aus. Nach zwei Jahren ist Schluss mit lustig. Nach zwei Jahren. Kinder bringen sie um deswegen. Da kannst du auch stolz sein, weil du mitgeholfen hast. Richtig. Ja? Wenn Kinder sie umbringen, vergeht mir der Spaß. Ja, also. 5 Minuten nur Blödung. Ja, ja. Ich rede nicht blöd an, ich sag nur die Wahrheit. Ja, aber der Ton macht die Musik. Ja, der Ton macht die Musik. Noch zwei Jahren. Ja, du forderst von denen ein, die einen Respekt kriegen. Da gibt's keinen Respekt mehr noch zwei Jahren. Noch zwei Jahren ist der Respekt vorbei. Dein Ton ist zum Scheißen. Ich bin bei dir, aber ich. Und ich werde es immer wieder so machen. Ich verstehe deinen Ansatz. Nein, noch zwei Jahren, wenn sie Kinder umbringen, ist Schluss mit lustig. Ja, lass jetzt, das hört sich nicht aus. Der Ton macht die Musik richtig. Roman. Und ich hoffe, die Musik verstehen Roman, die. Roman, komm. Bitte, Roman. Ja, ich hoffe, die Musik verstehen die. Unser Bus. Ihr Anti-Schutzmänner hier. Ja, neben so einem Radio und dann sieht man, wenn sie dann haben, die haben wir so, die kommen dann wirklich von der Polizei. Aber weißt du, wie witzig ist das, dass da einer reinigt und eine ganze Stunde da kommt, oder? Ja, ich weiß, ich bin die ganze Zeit da gewesen. Ja, wir haben es da vorgejagt, das abgegeben soll, sonst war ich dort geblieben. Ich habe gefühlt, sie mit einer Querna ausgefahren. Wenn man mir einen Polizist hinstellt, sagt man, die haben zu viel niedergedeckt, sind zu dritt drauf, ich sage, ich habe bis jetzt 3D-Regel bei der Polizei. Und ob sie sich nicht schauen, dass auf dem Glauben. Die Form schickt mich vorhin von Paul Iris, gell? Und dann hat mir jetzt zum Schluss einmal gesagt, weil ich sagte, ja, jetzt habe ich mit Steuer gehört und ich schaue mich echt. Ja. Dass ich das gelassen habe. Und dann hat dann hinterher ein Polizist gesagt, ich stehe jetzt so da, also, und nachdem ich Blätter hergerührt habe, vielleicht wollen sie mich auch noch beamtsamen. Ne? Dann sage ich, es war jetzt der Zeitpunkt. Und dann sagt er, nein, schönen Abend, dann sage ich, einen ruhigen Dienst wünsche ich euch halt nicht mehr. Und dann bin ich eben gegangen und dann hat halt einer hinten nachgemalt, so, danke für den wertvollen Monolog. Und dann habe ich gesagt, ja, der eine tut was Wertvolles für die Gesellschaft, der andere nicht. Jetzt sage ich, lerne was draus. Ich sollte wissen, was ist da ist, oder? Bitte, was ist das Problem? Nein, weil wir nicht wissen, was wir da der Krippe haben.
oder bei der Polizeidirektion. Da sieht man, was ich da links vor 11.